In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du die Raglan-Zunahmen bei der Rita Blues strickst. Ich habe jetzt hier schon mal die zweite Runde mit der ersten Raglan-Zunahme gearbeitet. Bin jetzt in der vierten Runde und da lässt sich das auch viel besser zeigen. In der zweiten Runde ist es noch etwas fummelig, weil man da die Anschlagkante hat. Deswegen denke ich, sieht man das hier einfach besser. Mittlerweile habe ich in der dritten Runde auf die 10 mm Nadel gewechselt. Die hatte ich ja ausgetauscht, weil meine Maschen da noch zu eng waren. Jetzt wird also komplett mit der 10 mm Nadel gestrickt. Ich bin jetzt am runden Anfang, habe den ersten Maschenmarkierer abgehoben, stricke die beiden Raglan-Maschen rechts, hebe den zweiten Maschenmarkierer ab, arbeite jetzt die erste links geneigte Zunahme. Hier unten sieht man die erste Zunahme. Und für eine links geneigte Zunahme nehme ich den Querfaden zwischen diesen beiden Maschen von vorne auf die linke Nadel und stricke diese rechts verschränkt ab. Alle anderen Maschen werden rechts gestrickt. Ich stricke jetzt der Vollständigkeit halber eine komplette Runde. Die Zunahmen sind dann rechts und links geneigt immer gleich. Also immer bis vor den Maschenmarkierer, der die Raglan-Maschen kennzeichnet, stricken. Rechts davon eine rechts geneigte Zunahme. Bei einer rechts geneigten Zunahme nimmst du den Querfaden zwischen zwei Maschen von hinten auf die linke Nadel und strickst diese rechts ab. Die Maschenmarkierer abheben, wie sie erscheinen, die zwei Raglan-Maschen immer rechts. Und links neben den Raglan-Maschen wieder eine links geneigte Zunahme. Dort nimmst du den Faden wieder von vorne auf die linke Nadel, strickst diese rechts verschränkt ab. Dazwischen alle Maschen wieder rechts. Für die Raglan-Zunahmen habe ich diese Hilfstabellen erstellt für jede Größe. So kannst du für jede Runde deine Zunahmen abhaken, kontrollieren oder die Runden durchstreichen. Und dann weißt du immer, wo du bist. Du kannst zwischendurch mal zählen. So, jetzt sind wir wieder bei der nächsten Raglan-Linie, rechts davon eine rechts geneigte Zunahme, den Querfaden von hinten aufnehmen, den Querfaden rechts stricken, Maschenmarkierer abheben, zwei Raglan-Maschen rechts, Maschenmarkierer abheben, eine links geneigte Zunahme, dabei den Faden von vorne auf die linke Nadel heben und diese rechts verschränkt stricken. Dann wieder alle Maschen rechts. Bis vor den nächsten Maschenmarkierer. Hier wieder eine rechts geneigte Zunahme. Das heißt, den Querfaden von hinten auf die linke Nadel heben und diese rechts stricken. Maschenmarkierer abheben. Die Raglan-Maschen rechts. Maschenmarkierer abheben.
Hier links davon eine links geneigte Zunahme, das heißt den Faden von vorne auf die linke Nadel und diese rechts verschränkt stricken. Und wieder alle weiteren Maschen rechts. Beim runden Ende. Und jetzt kommt die letzte Zunahme vor runden Ende. In dem Fall wieder eine rechts geneigte. Heißt, den Querfaden von hinten aufnehmen und diesen rechts stricken. Das heißt, in einer Zunahmerunde nimmt man immer 8 Maschen zu. Man sieht halt hier auch hier schön die Zunahmen. Kann die einfach dann auch noch mal kontrollieren, habe ich überall meine Zunahme gearbeitet, jeweils rechts geneigt, links geneigt, rechts geneigt, links geneigt, rechts geneigt, links geneigt. Ups, da rutschen sie mir runter. Und hier die letzte wieder rechts geneigt. Im nächsten Video zeige ich dir dann nach der fertigen Raglanpasse, wie du die Maschen für die Ärmel stilllegst und den Rumpf in Runden strickst.